Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom FM15. Wir spielen heute gegen Beşiktaş in der Europa League. Und Rafa ist Spieler der Woche geworden in der Bundesliga. Dazu war er auch im Team der Woche, logischerweise. Und wir müssen da einen neuen Vertrag anbieten. Ja, das Problem ist, ich hab nichts Kohle. Nix Kohle, nix Geld. Mal schauen, ob die meint, ob wir vielleicht was kriegen. Nope. Kann ich vielleicht mit unserem Vorstand reden, wenn ich dem einen neuen Vertrag anbieten möchte? Wie viel Zeit habe ich noch, um ihn den Vertrag anzubieten? Vertrag. Ta, hier. 10 Tage nur noch. Oh. Das ist jetzt nicht so schön. Egal, komm, reden wir mal mit ihm. Können hier absolut nichts machen, das ist das Problem. 33.000. Ach, das waren seine Vorstellungen gleich. Ja gut, da kann man vielleicht noch was machen. 5%. Oh, 106 Millionen. Ja, die Freikaufklausel finde ich gut. Das geht aber eigentlich jetzt hier noch, ne? Also ist human, was er sich jetzt hier vorstellt. Das ist sehr human eigentlich. Warte mal, wenn wir hier ganz hoch gehen und das rausnehmen, was sagst du dazu? Nochmal rausnehmen. Das nächste wäre dann, finden wir Schritt. Hier werde ich mal kurz hochgehen. 106 Millionen, holy shit. Okay, wie wäre es dann mit 5%? Das findet er gut. Okay. Passt. Dann verlängert er seinen Vertrag um 2 Jahre bis 2020. Wir haben eine etwas niedrige Freikaufklausel weiterhin weg. Gut, 20 Millionen waren jetzt nicht so wenig. Vor allem, weil Thaya irgendwie noch einen Marktwert von 1,9 Millionen hat oder so. Wird sich vielleicht ändern. 3,1 Millionen waren es. Mit dem neuen Vertrag. Ist ja auch erst 20, hat ein riesiges Potenzial. Wäre schön, wenn er da lange bei uns bleibt. Rudi, was willst du denn? Mehr Spielzeit? Ja, kriegst du gerne. Kannst gegen Schalke spielen. Gegen Beşiktaş. Oh, das wird sau schwer. Mal schauen, ob sie immer noch Erster sind in der Liga. Wobei das auch nicht so viel ausmacht. Wichtig wären die Ergebnisse aktuell. Sind immer noch Erster, aber sie haben gegen Antalyaspor haben sie 1-1 gespielt und gegen Balıkesir 2-1 verloren, Trabzonspor haben sie gewonnen, Fenerbahçe haben sie verloren. So perfekt sind sie gerade nicht drauf. Das wäre vielleicht für uns ganz gut. Wir müssen ohne Rafa auskommen und ohne Oscholek. Dafür kommt schon mal Kleber in die Mannschaft. Wallenborn wird links hinten spielen. Kleber würde ich ungern reinpacken, auch wenn ich so ein bisschen das Gefühl hätte, dass er besser wäre jetzt in diesem Spiel. Müller kann zum Glück wieder spielen. Ich überlege gerade Wallenborn, wirklich Wallenborn oder vielleicht doch Sorg oder vielleicht sogar wirklich Drenfeker. Aber nee, eigentlich passt das so. Das ist die gleiche Elf, bis auf halt Müller und Wallenborn wie gegen Hoffenheim und wie gegen Paderborn. Sollte klappen, was hat Paderborn, Wallenborn eigentlich gerade für einen Marktwert? 21.500, warum eigentlich so wenig? Verstehe ich eigentlich gar nicht. Macht gute Spiele, zeigt viel. Ich denke, ich werde ihn auch kaufen für 3,2 Millionen. So startet Beşiktaş wahrscheinlich. Ja, passt mit dem 4-3-3. Rafas fehlen, ja, es wäre schön dabei, wäre schön gewesen, ihn dabei zu haben. Demirci, unser neuer Spieler zur kommenden Saison, wird sogar gegen uns spielen. Şahan und Töre auf den Außen, Kavlak, ZM, Franco hinten, Hutchinson auf der Rechtsverteidigerposition, Sengin im Tor und Demba Ba ganz vorne. Auf Demba Ba müssen wir natürlich richtig aufpassen, auf Töre müssen wir aufpassen, auf Vedi Kavlak müssen wir aufpassen, der aber keinen schwachen Fuß hat. Und Şahan auch noch. Ja, es sieht in Ordnung aus.
Franco. Könnte hier was Gefährliches kommen? Tosun dürfte ein guter sein. Und Kotolusch. Sonst dürfte das passen. Kommt, Jungs, pusht euch. Das wird schon irgendwie. Ein sehr, sehr wichtiges Spielchen. Bloß hier ohne Gegentor bleiben, damit Beşiktaş kein Auswärtstor hat. Das ist eigentlich das Wichtigste erstmal für dieses Spiel, um eine gute Ausgangslage halt zu haben für das Rückspiel dann in einer Woche. Dazwischen werden wir dann Schalke haben. Ich kann Beşiktaş schwer einschätzen irgendwie, weil die liegen. Ich finde die Super League nicht so schwach hier im Spiel. Das könnte schon gut werden. Aber wir kommen aus der Champions League, also unser Ansporn müsste schon gut nach oben eigentlich gehen. Vogt, der Bass war gut. Ah, Green. Schöner Pass von Müller Green. Ach, schade, leider abgefälscht. Aber vielleicht jetzt eine gute Ecke. Müller. Berami nochmal, muss ablegen am besten. Vogt könnte hochspielen. Ja, Müller und jetzt eine flache Flanke rein. Ja, der geht auch. Scher. Kein Foul. Ja, und Müller und vorbei. Ja, schade. Schade. Bloß weiter, alle konzentriert bleiben. Jetzt hat Ramon mal die erste Einwurfchance. Den hat Vogt. Das war vielleicht ein bisschen zu früh, aber Lasogga steht ja da. Oben wäre dann Green. Vogt kommt nochmal ran und Green kommt. Ja, den läuft er, macht er sogar richtig stark. Green. Ach, spiel doch lieber nach unten ab. Na gut, wichtig ist erstmal wirklich ohne Gegentor zu bleiben. Ach, unsere Ausbeute ist schon wieder ein bisschen sehr mau. Einfach pushen, Jungs. Das wird schon. Ich hoffe, die werden jetzt nicht zu selbstgefällig durch meine Ansprache, dass sie weiter so spielen, sondern da kommt das Gegner-Ergebnis von ganz allein. Drei sind erstmal selbstgefällig. Super. Tach, den muss ich mal kurz was sagen von der Seitenlinie. Nicht, dass der da jetzt gleich einen entscheidenden Fehler macht. Komm, sage ich, es macht dann 6,6 aus seinen 6,3. Kara kommt für Özal. Fehlt es nicht mehr. 15 Minuten nur noch. Zeit für einen Lucky Punch vielleicht durch Rudi. Und vielleicht durch Beister. Müller möchte ich das ungern zumuten, jetzt noch die letzten 13 Minuten. Arslan wäre eigentlich auch noch so ein Auswechslungskandidat. Das werde ich auch noch machen. Dafür kommt Pledel. Der kann doch da bestimmt noch gerade gut pushen. Ist nicht unbedingt seine perfekte Position, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte was machen. Ich denke mal, 10 Minuten wären es noch. 2 bis 3 Minuten Nachspielzeit wird es geben. 0 zu 0 nehme ich auch gerne, wollte ich sagen. Töre kriegt nicht. Wallenborn aber leider direkt zum Gegner. Töre schon wieder am Ball. Das kann doch nicht sein. Also komm, da kann man doch nicht gelb geben. Wallenborn fliegt mit gelb-rot. Nicht allzu schlimm, weil wir im Rückspiel ja Oschelek wieder haben. Und jetzt muss es halt für die letzten 4 Minuten noch kurz gut laufen. Na, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof mit Pledel, der jetzt bestimmt kein Box-to-Box-Mitfielder ist. Aber wenn wir jetzt einfach hinten dicht machen. Und dann geht das schon. Das wäre jetzt ein bisschen sehr bitter, wenn Beşiktaş dadurch ein Tor machen würde. Ja, das wird es gewesen sein. Sengin haut das Ding nochmal auf die rechte Seite, auf Hutchinson, aber das muss er jetzt eigentlich abpfeifen, ja. Also gegen Beşiktaş 0 zu 0, das ist okay. Weil Beşiktaş kein Auswärtstor hat. Uns würde dann nach also ein 1-1 schon reichen. Das ist okay. Aber was sage ich der Mannschaft? Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Eigentlich muss man sich da schon
belohnen dafür. Wir müssen das Spiel wirklich gewinnen, Jungs. Kein Kommentar zu Wallenborn. Wir waren eigentlich deutlich besser. Was macht Galatasaray oder Dingsbums? Vitesse 2-2 wäre dann höchstwahrscheinlich unser nächster Gegner, einer der beiden. Was heißt höchstwahrscheinlich? Auf jeden Fall. Mölders, Kurt Eigentor und dann Yilmaz zweimal. Okay. Ja, es. Ne? Wallenborn, ja. Ich finde das Ergebnis jetzt nicht so schlecht. Es birgt auf jeden Fall nicht so viele Risiken für uns, als wie halt für Beşiktaş. Das ist ja auch schon mal was. Ist mit dem Fortschritt von Schär. Ja. Geht langsam wieder bei ihm. Aber Schalke wird jetzt auch schwer. Wie viele Tage sind das dann bis zu dem Spiel gegen Beşiktaş? 3 Tage Regeneration. Muss man mal anschauen, wie das jetzt mit Schalke hier ist. Also mit den 2 Tage Regeneration, ob das denen schon reichen würde. Sie haben in ihrer Karriere eine, was? Man kann es nicht anders sagen, furchtbare Bilanz gegen Roberto Di Matteo. Echt? Echt jetzt? Ich habe einmal 5-0 gewonnen. Oder 5-1? Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Hinspiel, das haben wir verloren, ne? Mit 3-1, ja. Letztes Jahr haben sie 3-0 gegen mich gewonnen. 3-1 und dann haben sie 5-0 auf den Sack gekriegt. Also furchtbar ist es jetzt dann auch nicht. Ja, ich sehe das nicht als TBM gegen Di Matteo, die 22 Spieler auf dem Rasen entscheiden das Spiel. Halten Sie es für wichtig, diese Serie zu beenden und glauben Sie, dass das heute passieren wird? Ist es heute schon? Morgen. Morgen, Kollege. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Choupo-Moting konnte in 4 Spielen gegen den HSV 5-mal treffen. Haben Sie einen Plan, ihn zu stoppen? Ja, auch er ist aus dem Spiel zu nehmen. In diesem Spiel wird Dennis Augur auf seinen alten Verein treffen. Freue mich auf Dennis. Guter Spieler könnte hier ein Problem sein und. Wichtiger Spieler? Ja, frag doch bitte nicht so viel. Gut. Also, wie machen wir das jetzt? Erstmal gucken wir, wie die Fitness ist, weil das Spiel gegen Beşiktaş, das hat jetzt natürlich die Priorität Nummer 1. Hat eigentlich, ja, Tag hier, hat unterschrieben. Sehr schön. Jetzt haben wir noch weniger Geld, ne? Super. Aber musste sein, also. Der Verein wird es verstehen, macht ein unauffälliges Spiel. Di Matteo meinte, wir hatten Glück. Ich bin ein guter Trainer, okay. Ne, da werde ich auf jeden Fall einiges ändern. Alles. Also, Heiko darf mal spielen. Marty Steinmann darf mal spielen, Plädel darf eventuell spielen, Beister, Rudi habe hier gesagt, dass er spielen darf, Beister, Van der Vaart werde ich mal so machen dann hier, Bruns Zöllner nicht, der wird Ahlai ja wohl spielen können. Ach, Rafa kann auch spielen, das ist ja schon mal ganz gut. Oscholek, ungerne, da möchte ich gerne nochmal Wallenborn. Ja, weil Oscholek spielt ja dann gegen Beşiktaş. Sorg, Rechtsverteidiger. Huch, der ist mir gerade aus dem Fenster entwischt. So einen Innenverteidiger brauchen wir noch. Und dann ein ZDM. Vogt, ungerne. Arslan, un. Na doch, Arslan geht noch in Ordnung. Der kann das ja auch. Ein Innenverteidiger macht dann immer Kleber. So, ist ein bisschen zerrupft, aber. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt viel wichtiger, gegen Beşiktaş da ein gutes Spiel hinzulegen, als jetzt hier gegen Schalke, auch wenn es hier um die Meisterschaft geht. Aber die ist für mich nicht so von der hohen Priorität, weil wir halt eigentlich keine Chance haben, als halt die Europa League, wo es natürlich eher halt mit Losglück zu tun hat. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich die Europa League gewinne, so ist es nicht. Lodeiro kommt noch rein. Und Plädel.
Oder lieber Lodero als ZM und nicht Van der Vaart. Das passt so. Ist eine solide Elf gegen Schalke. Geht natürlich besser. Aber naja. So, Leverkusen gewinnt 2-0 gegen Frankfurt. Das ist gut für uns. Und Augsburg gewinnt 0, gewinnt nicht, spielt 0-0 gegen Union. Hannover 2-2 gegen Bremen. Und Hertha 0-0 gegen Bayern. Ach, das ist jetzt aber. Das ist jetzt fies. Weil das für uns ein schöner Matchball ist. Für Schalke natürlich auch. Um halt wirklich davon zu ziehen. Gisele, nee, wollen wir nicht. Also wir könnten wieder an Frankfurt vorbei. Haben zwei Spieler weniger als die. Wir könnten dann. Nee, Dortmund spielt noch. Aber Schalke könnte jetzt an Bayern vorbei. Und nicht mehr punktgleich sein, sondern zwei Punkte im Vorsprung sein. Naja. Aber wir müssen natürlich davon ausgehen, dass es hier jetzt nicht leicht wird. Also Dortmund gegen Paderborn. Das sollte natürlich eine einfache Sache werden für Dortmund. Wird es auch 3-0. Ziehen also weiter weg. Könnten. Spielen ja, glaube ich, noch gegen Bayern. Also da auch nochmal ein bisschen reinstechen. Das ist echt spannend hier, der Meisterschaftskampf, wenn das so weitergeht. Noch die letzten 10 Spieltage. Wir müssen mal schauen, was wir dann gegen. Ja, wenn die nächsten drei Bundesligaspiele gewonnen werden. So unwahrscheinlich, wie es auch klingt. Dann sind wir da eigentlich auch drin. Aber pst, sagen wir sowas nicht. Bringt nur Unglück, zumal das auch nicht mal ansatzweise unser Anspruch ist. Und zumal wir auch gerade ein richtig wichtiges Spiel vor uns haben und hier nicht mit der allerbesten Elf antreten. Gibt eine Pause für Berami. 5-4-1. Ein typisches Di Matteo-System. Seferovic vorne, Afdijay dahinter. Aogo, Chida auf den Außen, hinten Papadopoulos, Kolasinac, Höwedes, Neustädter auf der 6, Höger, Goretzka. Okay. Interessante Elf. Dann werden sie hier wahrscheinlich. Was sagst du hier mir? Na, so ein bisschen. So, hartes Tackling hier. Dann möchte ich bei den Außenverteidigern gerne, dass ihr die auf den schwachen Fuß schiebt. Ein hartes Tackling bei Neustädter und hier, schwer zu sagen, bei Goretzka auf jeden Fall ins Pressing und Höger dann eher ins Tackling. Auf die Bank schauen natürlich. Choupo-Moting spielt nicht von Anfang an. Das ist schon mal ganz gut für uns. Passt so. Ist es der Linksverteidiger? Der Rechtsverteidiger, okay. Ja, mal schauen, ne? Nach dem letzten Spiel wir gegen Schalke bitte rächen. Und mal gucken. Wir spielen zu Hause übrigens. Und ja, gegen Schalke lief es normalerweise nicht so gut. Aber dieses eine 5-0, daran können wir uns vielleicht festklammern. Jetzt hat erstmal Schalke die Chance. Afdijay kommt sogar sehr gut. Adler, Mensch. Was ist denn mit dem los? Chillt er erst und dann macht er da genau das, was er eigentlich nicht machen mehr muss. Mehr machen muss so rum. Unentschieden würde ich natürlich auch sofort nehmen. Arsenal hat viele Fehler gemacht, ja, okay. Jungs, ich sage denen nochmal das Gleiche. 6-4 bei Arslan. Ja, der ist das nicht gewohnt auf der 6. Kommt schon. Ich meine, in der Konstellation haben sie auch noch nie zusammengespielt. Das ist klar, dass es nicht alles klappt. Einigen fehlt halt auch die Spielpraxis, wie Sorg, Kleber. Oh, das könnte gut werden, Afdijay. Das war ein super Freistoß. Und Schalke führt mit 1 zu 0. Ach, das war ein klasse Freistoß. Nicht schön für uns. Stark, die Maus, wie sie nicht mal hochspringt. Ja, müssen wir jetzt natürlich auf Angriff gehen. Aber Schalke macht weiter Druck. Uchida. Neu steht da. Uchida nochmal. Jungs. Lasst ihr nicht so viel Platz in der Mitte. Da geht einer perfekt in die Lücke. Das war schön gemacht von Matti Steinmann. Van der Vaart. Gut auf Rudnevs. Schöner Pass.
Steinmann, jetzt muss er in die Mitte legen und doch nicht selbst abziehen. Sorg, Van der Vaart. Ja, das war's. Super. Klasse. Also das war natürlich ein schlecht ausgespielter Konter. Van der Vaart. Rudnevs jetzt. Oh, ja, das war gut. Beister, Beister, Beister. Oh, schießt leider den Torwart an. Ach, Mist. Da hätten wir schön den Ausgleich machen können. Arslan wird mal rausgehen. Ich möchte Berami dann doch noch drin haben. Um abzusichern, weil wir auf den 4-2-3-1 gehen. Ich will hier doch einen Punkt holen. Weinbond kriegt gelb. Oh, und schon wieder eine Standardsituation für Schalke. Die kommt nicht gut. Und es gibt wieder einen Konter. Rafa, komm. Renn, du bist... Wow. Wallenborn, wow. Läuft Rafa da einfach rein. Ja, jetzt muss es aber selbst gut machen, um es auszubügeln. Ich dachte schon, er rennt jetzt aus. Van der Vaart. Schön zurückgespielt. Sehr schön. Komm, jetzt eine gute Flanke rein. Ja, ja. Tor, Rudnevs. Ja. Ich will auf Kontrolle stellen. Jawohl, Rudi. Sehr schön. Sehr schön, aber auch vorher von Van der Vaart, dass er unten da Wallenborn sieht. Und die Flanke ist auch gut. Hat Wallenborn also seinen ausgehebelten Konter gerade wieder gut gemacht. Komm, jetzt das 2-1. Vielleicht geht ja was Beister, aber pass auf. Schalke kann kontern. Rudnevs. Van der Vaart. Schön, Rudnevs. Ach, immerhin mal die Ecke. Die wird reingebracht von Rafa, ne? Ja. Green kommt nicht dran. Da steht keiner. Van der Vaart hat den aber. Berami. Missverständnis. Wieder Schalke. Goretzka. Ja, Wallenborn, gut. Jetzt vielleicht mal wir mit dem Konter. Aber da ist keine Lücke gerade frei. Ja, spielerisch lösen, sehr schön. Sehr schön, Jungs. Nochmal zurück auf Van der Vaart eigentlich, aber Rudnevs. Oh, da läuft er gut los, Rudnevs. Jetzt in die Mitte auf Van der Vaart am besten. Ja, Van der Vaart. Hoch auf Beister. Oh, und Fährmann. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. War das gut gemacht von Fährmann. Steinmann nochmal. Vielleicht gibt es nochmal die Schusschance. Beister, oben wäre Platz für Sorg. Sehen sie nicht. Van der Vaart ja zurück. Unentschieden geht auch. Wobei nach der Chance wäre das jetzt schon echt schön gewesen, hätten wir da noch was rausgeholt. Wallenborn geht mal raus für die letzten Minuten. Ah, nochmal eine Chance. Oh nein, nicht schon wieder auf die Jai per Freistoß. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Da macht Schalke jetzt hier wirklich den höchstwahrscheinlichen Siegtreffer wieder durch Freistoß. Wieder auf die Jai. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Och, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ach, ey, das ist nun wirklich richtig glücklich. Komm, Van der Vaart, hau das Ding mal vorne rein. Oder irgendjemand beißt da, komm. Ja, schlecht. Aber auch er, weil da in der Mitte keiner mehr richtig laufen wollte. Hinterland mittlerweile drinne. Kleber geht nicht mal ansatzweise ran. Höger muss jetzt nur den Pass runterspielen. Westermann steht dazwischen. Och, Mann, ey. Das kann nicht sein. Wir hatten so gute Chancen. Komm, Van der Vaart nochmal nach vorne auf Lasogga. Vielleicht kriegt er noch... Okay, dann halt nicht. Wir sind halt im Vorwärtsgang. Und er pfeift ab. Wir hatten doch schon wieder... Ja. Jungs.
Nee, sowas muss man gewinnen, wenn man so gut spielt. Wir verschenken so gute Punkte. Das kann so nicht sein. Stuttgart hat 3-2 gegen Wolfsburg gewonnen. Das kann so nicht sein, Jungs. Ey, FDJ mit zwei Freistößen, ey. Sonst aus dem Spiel kam ja nicht so viel von Schalke. Ey, das ist so bitter. So, so bitter. Aber gut, ja. Mit der Elf, ach, ist es. Mit der Elf ist es eigentlich umso bitterer, dass es halt nicht unsere Stammelf war und das. Oh, nee. Na gut. Ah, scheiße, ey. Sau kriegt eine Gehaltserhöhung für sein Spiel jetzt hier gerade. Man stand der Situation verteidigen, obwohl es halt nicht so wirklich dran lag. Oh, das kann noch irgendwas sein. No. Durch zwei Freistöße. Herr Brunzöllner will wahrscheinlich mehr spielen, ne? Ja, tut mir leid, Adler ist, ne? Viel zu gut aktuell. Naja, gut, nicht aktuell, aber du weißt schon. Ja, erstmal Brunzöllner als Joker bringen. Was wollen Sie von mir sehen, damit ich regelmäßig Einsätze verdiene? Wenn du im Training gut bist, ja? Gut, dann mach dich beste. Auch Vogt ist nicht in der Lage, Flankenwechsel zu spielen. Das ist natürlich für einen Pro-Fußballer schon ein bisschen schwach. Wallenborn ist im Team der Woche, FDJ natürlich auch. Oh. Das ist bitter gewesen jetzt. Aber gut, wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Beşiktaş in der nächsten Folge. Da könnten wir weiterkommen. Danach gegen Union, da muss ein Sieg her und dann gegen Leverkusen. Das wird richtig schwer. Ach, neue Regens. Yes! Neue Regens. Yes! Oh, so, zeig mal her. Bitte ein guter. Oh! Schlechte Regens. Pfui! Oh, das ist doof. Nee, das sind keine guten Regens. Ach, Zimu, der Determination 13. Aus dem könnte vielleicht was werden. Aber wenn der Scout schon sagt, meh, oh Gott, die sind ja alle ziemlich scheiße. Die Technik-Stats sind halt alle so beschissen. Wenn ich mir da Liboy anschaue, als er zu uns kam mit seinen 15, wie gut der halt schon aussah. Ich meine, schaut euch den nochmal an. Liboy, wo bist denn du? Liboy? Liboy? Hier, die Stats. Er hat schon viel, viel bessere Stats. Aber. Oh. Guck, er hat hier halt schon, sagen wir mal, was sind's? So 10 Stats, die ungefähr über 10, doch über 10 sind. Und hier hat gerade mal einer. Ja gut, er geht jetzt hier eigentlich noch gerade. Ah, nicht für ein ZM. Er hat nicht mal einen. Das sind auch nur 5. 6. Ne, 5. Ne, 6. Ach so, na gut. Muss man sich mal genauer anschauen. Vielleicht bringen die ja doch noch was. Aber so gut sehen die nun auch nicht aus. Da habe ich schon deutlich bessere Regen-Zugänge gesehen. War wirklich deutlich besser. Aber wir können uns jetzt dadurch auch mal ein paar andere Regions anschauen. Deutschland müsste es sein, dass man darauf klickt. Transfers, Youth Intake. Haben natürlich jetzt alle Vereine Regions bekommen und hier einfach mal durchgucken. Ja, hier sieht zum Beispiel schon mal ein bisschen besser aus, wo ich die Technik Stats nicht wirklich gut aussehen. Determination könnte schön sein. Aber gut, das kann ich jetzt hier nicht im Let's Play machen. Das dauert 500 Jahre. Er könnte ganz interessant sein. Sieht eigentlich ordentlich aus jetzt, bis auf Ecken. Aber gut, das musst du als Rechtsverteidiger nicht unbedingt können. Ich werde mir mal alles durchgucken. Dann könnten wir jetzt auch hier einfach ihm ein Vertragsangebot machen. Gut, der möchte mit uns jetzt nicht reden. Tolles Beispiel. Michael Schumacher übrigens, toll. ja. Ich werde mir die mal anschauen.
Und in der nächsten Folge gibt es dann mehr zu Regents und zu Besiktas. Hoffen wir mal, dass wir da weiterkommen. Nicht so wie gegen Schalke, aber das wird schon. Wir waren da eigentlich besser. Und wenn nicht, wir haben immer noch einen kleinen Vorteil, dass wir kein Auswärtstor kassiert haben. Uns würde also ein Unentschieden mit Toren reichen. Gucken wir mal, was so abgeht in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschö!